Sommerzeit, Bildungszeit. Wir von Salzburg Hilft freuen uns, Ihnen heute einen neuen Partner vorzustellen, das Netzwerk Bildungsberatung Salzburg. Sind Sie in einer Lebenssituation, in der Sie sich verändern möchten oder müssen? Planen Sie eine neue berufliche Orientierung oder möchten Sie nach der Karenz wieder in den Beruf einsteigen? Dann sind Sie richtig bei den Einrichtungen im Netzwerk Bildungsberatung Salzburg. Die Angebote sind kostenlos, neutral und persönlich. Es gibt verschiedenste Gründe, warum Weiterbildung in Frage kommen könnte. Das kann ein schon lange gehegter Wunsch sein oder auch eine ganz plötzliche Veränderung der Lebensumstände. In all diesen Fällen jedoch kann eine Bildungsberatung ratsam sein. Sei es, um einen Überblick über Weiterbildungsmöglichkeiten zu bekommen oder gar um neue Perspektiven zu eröffnen. Bildungsberatung ist dann gut, wenn ich meine eigenen Bildungswege weiterverfolgen will, möchte, wo ich mal schaue, was sind so meine eigenen Wünsche, wo stehe ich gerade. Und es hat jeder so ein wenig einen Traum in sich. Oft wird daher beigeführt durch verändernde Lebenssituationen. Also es ist nicht immer so der Wunsch, dass man sich jetzt verändern will, sondern manchmal ist auch die Umwelt, die was einen quasi dazu zwingt, dass man sich plötzlich in einer Situation befindet, wo man sich umschauen muss, was habe ich denn für Möglichkeiten. Und da haben wir in Salzburg, Gott sei Dank war wie auch in den anderen Bundesländern, die Möglichkeit, dass man mit einem Experten oder mit einer Expertin genau das besprechen kann. Wo sind die Möglichkeiten, das mit der Realität dann auch abgleichen, wo sind die Fähigkeiten und Stärken und wie komme ich da hin? Und das geht dann so weit, dass man sagt, wo man aus dem Beratungsgespräch hinausgeht, ich weiß jetzt konkret meine nächsten Schritte und ich weiß jetzt, was das Nächste zu machen ist. Bei all der Vielfalt an Möglichkeiten, wie soll man da wissen, wohin? Genau hier greifen die Zahnräder des Projektes Netzwerk Bildungsberatung ein. Das Netzwerk verbindet eine große Bandbreite an Beratungseinrichtungen in Salzburg. Mitglieder sind die AK, Kompetenzberatung und Lehrlingsstelle, die BIBA Bildungsberatung, Frau und Arbeit, der Verein Viele und die Wirtschaftskammer Karriereberatung mit der Lehrlingsstelle. Mit dabei sind auch die lernenden Regionen und die Koordination und die Projektträgerschaft liegt beim Verein Salzburger Erwachsenenbildung. Kernkompetenz des Netzwerkes ist es, zu beraten, zu verbinden und natürlich zu vernetzen. An das Netzwerk Bildungsberatung kann sich jeder wenden, sei es jung oder alt, sei es arbeitslos oder Migrant. Zu den Angeboten bei uns im Netzwerk, es gibt unterschiedliche Angebotsebenen. Man kann jetzt einfach anrufen bei jeder Einrichtung bei uns. Man kann persönlich vorbeikommen, man kann sich Termine ausmachen. Es gibt die Möglichkeit an Vorträgen, an Workshops teilzunehmen. Und da hat jede Einrichtung eigentlich nochmal spezielle Angebote für die Bürger und Bürgerinnen, je nach Interesse und Anliegen. Die Menschen rufen entweder bei der jeweiligen Beratungseinrichtung an und wenn es also eine am Telefon zu beantwortende Frage ist, wird es dort geschehen, sonst werden sie eingeladen zu einem Gesprächstermin, zu einem Beratungstermin und dann gibt es eben ein Beratungsgespräch, das eine halbe Stunde, eine ganze Stunde dauert, vielleicht auch noch einen zweiten Beratungstermin. Oder die Menschen rufen auch bei uns an und werden dann an die jeweilige Beratungseinrichtung und an die zuständigen Personen, die sich da wirklich gut auskennen, weiterverwiesen. Was wir nicht möchten, ist, dass die Menschen im Kreis geschickt werden und öfter anrufen müssen und dann noch immer nicht wissen, wie sie dran sind. Da können sie sich bei uns verlassen, dass das nicht passiert. Das Netzwerk Bildungsberatung versteht sich als Koordinierungsstelle. Anrufen genügt und es wird einem geholfen. Ratsuchende und Interessierte können selbstverständlich auch bei uns anrufen unter 0662 87 26 76 0. Am besten aber Sie gehen ins Internet. Dort finden Sie uns unter www.bildungsberatung-salzburg.at. Hier sind alle Termine, alle wichtigen Informationen, das heißt also Beratungstermine, Beratungsschwerpunkte und ähnliches mehr. Ich finde, es soll jeder das Recht haben, Bildungsberatung in Anspruch zu nehmen. Ich habe es selber auch gemacht, ich war recht froh darüber, es ist schon einige Jahre her und ich kann es jedem nur empfehlen, dieses Angebot in Anspruch zu nehmen. Neue Bildungswege warten auf jeden.
Um sicher ans Ziel zu kommen, lohnt es sich immer, nach dem richtigen Weg zu fragen.